anderen Sachen rumgegangen. Oder bist du jetzt schon gewesen? Ups. Ich kann ein Mikrospiel da. Das ist okay, jetzt komm. Na, Freunde? So lange live zu spielen, war die größte Herausforderung, ja. Weil, das ist so ein bisschen dann wie beim Leistungssport, stelle ich fest. Beim Piloten noch letzten Oktober, habe ich zum ersten Mal wie live gespielt, so nah an die 3 Stunden ran und war danach vielleicht bestimmt eine Stunde nicht ansprechbar, also wirklich fix und fertig. Und auch noch beim Beginn der Tour, aber dann danach wurden auch 3:30 Stunden dann, also will nicht sagen, dass ich die aus dem Ärmel geschüttelt habe, aber das war man dann schon gewöhnt. Nee, brauche ich gar nicht. Sind das hier, sind das? Ja, warten. Ja, Technik, Licht. Ja, ich hab's versichert. Ich weiß, was hier steht. Wurde mir auch mal kurz bammelig. Willst du den Monitor höher haben? Ja. Gut. Da kommt schon die Erhöhung angerollt. Ist ja wie ein Märchen hier. Da. When they first told me that they wanted me to be part of the tour, I said, okay, well, what do I do? Am I going to be able to handle 10,000 people every Friday and Saturday for 2 months? Am I going to be able to go on tour with 10 boys? Also ich bin soweit down von mir. Es gibt einen großen Dressing. Ist der auch noch privat hier? Wie macht man das? Wie bekommt man das alles bezahlt? Weil plötzlich da bei so einem Event wie in der Arena, wenn da 9000 Menschen kommen, da arbeiten auch entsprechend viele Menschen. Das ist einfach ein riesiger Kostenapparat, denen das auch egal ist, ob wir das da jetzt ausverkaufen oder nicht. Die wollen ihr Geld haben am Ende des Tages. Die haben da Lampen aufgehängt, die haben Gitter geschoben, die haben da Security gemacht. Oder am Ende des Tages die Halle mit so einem Wagen sauber gemacht. Die wollen ihre Kohle sehen. Und da können wir dann nicht gucken, ja, hat leider nicht geklappt, können wir vielleicht mal so machen. Ist nicht. Wieso stehen eigentlich hier die hier da? Bleiben die hier? Nee, ehrlich? Weil es zu voll ist. Den brauchst du? Das wird vorne keiner erquetscht und zerquetscht. Wenn der Druck von hinten zu groß ist. Ach komm. Jetzt Auflage, Digga. Wenn man sich jetzt im Jahr 2010 Paul Kalkbrenner anschaut, dann ist das schon eine sehr, ja, fast schon sowas wie so eine eigenständige Marke geworden. Und dazu gehört halt einfach auch mal das visuelle Erscheinungsbild. Oh, ach so, was sag ich mit meinem Laser jetzt und alles? Tach! Mit dem Laser, das habt ihr euch vorbehalten, das selber zu machen, wa? Warte, ich sag mir eins. Tach. Paul, Tach. Tachchen. Mahlzeit. Freunde. Seid frisch. Moin, Paul. Jetzt geht die nächste Pumpe wieder los. Da hier, Stefan Nische. Stefan Nische, neue. So, und wie geht's euch hier? Ja. Darf ich hier aufgefahren? Ja. So, den Laser? Den Laser, ich kann überhaupt nicht bedienen. Das war doch abgemacht, dass ich den Laser. Hier ist der Laser. Ich denke blau. Ja, dann drück mal da durch. Vielleicht kannst du erfahren durchswitchen. Wir haben einfach bei Pauls Tour das ganze Licht in den Raum gezogen. Das heißt eben nicht nur die Bühne bespielt, bewusst auch den Raum. Und auch vom Ton eine 4-Punkt-Beschallung immer installiert. Und damit hat man schon das Gefühl, irgendwo drin zu stehen, auch wenn es eine große Halle ist. Paul muss es auch mögen. Es muss nicht so ein Artwork sein, was sich nach... Bloß weil es alle großen Superstars es machen, muss Paul wenigstens im Ansatz was Gleiches haben, sondern wir haben einfach gemerkt, so, das muss was sein, wo er selber auch sagt, so cool. Was das Logo ist, ob's die Plattencover, die Plakate sind, das ist ja eigentlich auch das, was wir, na, wo wir als Kollektiv oder auch was unsere Leidenschaft ist, irgendwo halt eine starke visuelle Identität zu schaffen. Und das setzt sich halt in alle Bereiche oder zieht sich durch alle Bereiche durch, würde ich sagen. Ja, und wir haben ja auch gemerkt, wie erfolgreich der Film, der Burning Calling Film war. Thank you.
manche denken halt, das war schon in echt. Der Film sei sozusagen seine Story. Und das wurde, konnte man ja nie von außen so richtig trennen. Und es war interessant, dasselbe jetzt noch mal mit der 2010er-Show zu machen, das Ganze so ein bisschen so zu verzahnen. Und okay, das ist zwar der Film, aber hier kommt jemand, dieser eigentliche Charakter, der ja nur im Buch existierte, dieser Icarus, tritt jetzt aus der Leinwand raus und steht wirklich da vorne. Sag mal, das fahren wir aber dann wieder hoch, oder? Wovon gesprochen, also du kannst am Dienstag um 10 Uhr die Gläser abholen. Den fahren sie dann gleich wieder hoch, oder was? Diese Leiste, ist die da fix? Du meinst den Stahlträger? Der Stahlträger, wo ja, nicht rauskommt? Der Stahlträger ist fix, den konnten wir leider heute nicht rausbauen lassen. Das heißt also, von hinten sieht man Marcel, den. Marcel hat sich. Man sieht die Leinwand ja nicht doch, komplett, ne? Siehst du die, aber halt mit dem Balken drin, das geht nicht anders. So, dann gehen wir mal wieder rein, ne? Dieser Moment, wo wir alle im Backstage sitzen, da beim Tourtermin in Berlin, ich, meine Mutter, mein Vater, Paul natürlich, Sascha, Nico, Onze, all die Freunde von früher und auch meine Eltern, und dann sind vor der Tür sind 9000 Leute, die gegen den Zaun schlagen. Das ist für mich ein höchst surrealer Moment gewesen. Genau, lass mal die Älteren hier so rumhängen, dann wird es hier auch nicht so voll. Dann kriegt es hier eine gesetztere Atmosphäre. Wir gucken jetzt mal, ob es draußen schon voll ist. Und falls sind da schon unten, wie sieht's aus? Echt? It's a quarter full. You can start now if you want. It's a quarter full. But she's not playing just an hour. Well, dann lass. Quarter to 11, we have to change. I'll go on whenever you guys say. No, we don't have to change quarter to 11. Es ist in einer Stunde nicht voll. Natürlich ist es voll. Bis 11 sind die alle drin. Paul hat immer geglaubt, nee, das ist ja noch gar nicht voll. Und das war, ich habe dann auch immer so täglich grüßt das Murmeltier. Ja, aber es ist ausverkauft, Paul. Die sind da. Die stehen vielleicht noch nicht vor der Bühne. Die kommen dann aber schon, wenn du da mal anfängst. Just an hour. What? Just an hour left. If you like, play more. Play more. So I'm gonna go on stage now, but I need to change. So I guess I'll. Semina geht jetzt mal auf die Bühne und der nette Herr Markus bringt sie. Baby, I wish you. I have to get my stuff. Aha, you need to get the stuff, right? Challenge was more internally with myself. How do I present myself to this audience? They don't know me, they don't know who I am, they don't know my music, and will I do a good job? So my challenge was basically be the best DJ I can be. Irgendwann war es so, dass klar war, dass es eine richtige Tour geben wird. Und als das klar war, war irgendwie schon selbstverständlich klar, dass ich damit involviert bin und mitarbeiten werde. Wollte ich auch unbedingt. Axel Schulz, als allererstes, wenn du siehst, Axel, danke. Ich habe Axel bei einem Abendessen mit einem Freund, einem Bekannten zusammen kennengelernt, und er hat mir gesagt, er ist großer Fan und er steht total drauf. Und der hat gesagt, das ist total Wahnsinn und ihr müsst das versuchen und macht es und ich will das. Und denkt doch mal an die Leute, die älter sind, die Kinder haben, die keine Lust haben, sich am Club anzustellen. Und ich glaube, dass Axel da einen großen Beitrag zugeleistet hat.
rufen deinen Namen. Ich hab mich gefragt. So kurz davor, bevor Paul auf die Bühne geht, da habe ich auch immer das Gefühl, ich breche gleich zusammen. Weil ich genauso nervös bin wie Paul. Weil ich natürlich immer den Gedanken habe, oh Gott, da könnte jetzt dies passieren oder es könnte jetzt ein Stromausfall sein oder das Mischpult, es fallen die Schrauben raus. Vier Stunden zehn, das längste, was mir jemals widerfahren ist. Und das war halt das Heimspiel. Diese Halle war schon vor Jahresbeginn ausverkauft. Das war im April. Alle haben sich drauf gefreut. Und jetzt geht's ab. Und wie ich damals zu Paul gesagt habe, also wenn wir das hinbekommen und wirklich die Arena ausverkaufen, muss er die Zugabe im Berlin Calling Leibchen spielen.